Servus Pyrrhus, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es für euch das Bombenrohr-Festival vom Panda. Ja, ich möchte gerne nochmal mich davon überzeugen, dass es ein guter Diamond-Ersatz ist, deswegen wieder gekauft und gibt es wieder für euch einen Test. Ja, wir haben hier pro Bombenrohr 25 Gramm Netto-Explosivmasse, drei Bombenrohre an der Zahl. Und das Schöne ist halt, dass sie trotz der 30 mm ziemlich krass wirken, so ähnlich der Diamond-Bombenrohre, weil sie zerlegen halt auch ziemlich tief und mit Feuertopfauswurf. Also richtig, richtig coole Teile. Mich hatten sie das letzte Mal voll überzeugt und jetzt möchte ich gerne nochmal davon überzeugt werden. Deswegen jetzt auch nochmal gekauft und nochmal im Test. Ich wünsche euch recht herzlich viel Spaß. Panda Bombenrohr Festival, los geht's mit dem ersten. Ja, bitte. Denkst du? Nee, gut. Geht sofort weiter mit dem zweiten. Ja, bitte. Jetzt geht's wirklich nicht mehr. Ui. Danke. Und noch den letzten. Sehr, sehr geile Teile.